Hallo liebe Thanos-Zeit, willkommen. Heute geht es um unser schönes, nettes, fast unsterbliches Haustier, Vlissingen Vulpaplya. Und zwar, wo wir den herbekommen, wie das Ganze zusammengebaut wird, was bringt vielleicht das ein oder andere Vorteil und eine Modung gibt es noch oben drauf. So, hier haben wir dann aber so einiges zu tun, um dann da auch ja, vorwärts zu kommen, müssen wir nämlich erstmal runter auf den Deimos, um dann dort, ja, dort überhaupt herstellen zu können, weil es besteht aus drei Komponenten und wir werden ihn uns erstmal dann herstellen. Wo können wir das Ganze machen? Gehen wir mal direkt hin. Deimos, und zwar Nikralest. Wir dürfen hier allerdings die Cambion-Drift nicht außer Acht lassen, weil da ist nämlich der Abdruck praktisch zu bekommen. Und zwar, wenn wir draußen in der Cambion-Drift unterwegs sind, dann werden uns kleine blaue Symbole auffallen, dass Tiere in Nöten sind. Dann schwingt man die Hufe, beeilt sich etwas, kommt da an und bekommt dann am Ende, naja, sowas wie eine Marke. Aber wir sind gleich da bei dem Sohn, da wo wir ihn dann quasi wiederbeleben können. So, machen wir uns mal eine Karte auf. Der Sohn ist die Bärenkralle oder ja, der Bärenfußabdruck. So, und zwar können wir hier unser Tierchen wiederbeleben. Wir haben dann die Möglichkeit, unseren Lissing Vobala, wir haben hier mehrere davon schon gefunden, weil wir schon eine Weile unterwegs sind. Also das ist bei gerade bei diesem Modell von den drei Sorten am wenigsten ein Problem. Also den Lissing, den bekommt man eigentlich definitiv relativ fix, eigentlich, wenn man ein bisschen durch die Cambion-Drift schwebt, hier ein paar Aufgaben, Missionen macht, sammelt ihr das nebenbei. Jedenfalls würden wir dann ausrüsten. Des Weiteren brauchen wir noch ein Mutagen. Wir gehen mal rauf. Diese Mutagene wären möglich. Ihr stellt euch dieses Tier also dann selbst her und zusammen. So, Mutagen bestimmt das Aussehen des Vupalia. Und da haben wir die Möglichkeit von Adra. Adra, Elsa, Zarim und Pilar. Adra passt den Befall des Fotoschild, Foto. Widerstände, Nebenwirkungen sind keine beobachtet. Und Elsa passt den Befall von Aloy Armor an Nebenwirkung und manifestiert seine schließende Schale. Dann haben wir die Möglichkeit, Zarim einzusetzen. Zarim passt den Befall von Clonet Fesch. Widerstand an Nebenwirkungen sind dann Tentakelmasse. Und als letztes können wir ja auch hier raufgehen. Passt den Papalüa so an, dass Resistenzen von Robotik geschwächt werden. Nebenwirkung: Schwarzhaut zieht sich und hinterlässt fleißige Fleischabdrücke. So, also wir müssen uns eins wählen. Welches ist dann am Ende eure Sache? Die Sachen, was da benötigt wird, haben wir jetzt oder ja, was welche Wirkung hat, haben wir gezeigt. Auch hier zeigen wir jetzt gleich als nächstes dann noch, was überhaupt, wo wir die Blaupausen dafür herbekommen, um uns am Ende das herzustellen. Und zwar haben wir hier dann das Antigen. Das Antigen bestimmt das Aussehen des Hauptes. Nix und der Vupalia bestimmt die erste Polarität. So, das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, dass hier stimmt den Befall von Vupalia auf den Zarin-Polarität ab. Wir haben die Möglichkeit, stimmt den Befall auf Naramon-Polarität ab. Nebenwirkung schuppige Mähne. Dann haben wir hier unten Nebenwirkung schuppige Verwölbungen. Stimmt den Befall auf Pen Yaga-Polarität ab und stimmt im Fall auf die Mandurai-Polarität ab. Also hier mit diesem Antigen nicht unwichtig, ihr legt mit dem Antigen fest, was dann welche Polarität praktisch für die Mods dann später entstehen. So, wo bekommen wir dann diese ganzen Antigene und Mutagene her? Und zwar hier direkt bei ihm. Wir haben hier allerdings zwei Sorten Tiere. Gehen wir mal noch kurz mal zurück. Zwei Sorten Tiere. Wir sind bei Umbopalya. Und da
am besten erstmal das Tier zusammenstellen in Vorschau und dann wisst ihr auch eigentlich, welche da funktionieren. Wir gehen hier ganz kurz nochmal durch, ihr könnt ihr aber nicht langsamer oder schneller machen. Dann wissen wir am Ende nochmal, welches Antigen praktisch, ja, welche Voraussetzungen hat und welches Muttergen. Weil ihr solltet es ja dann auch bekommen. Das heißt also, wir haben hier insgesamt 3, 6, 8 Stück. Nur 4 würden funktionieren und wir sagten ja, Adra, Elsa, halt, Elsa ist hier und da brauchen wir zum Beispiel blaue Wurm, fällt hier schon mal ins Auge und dann halt ebenfalls ein paar Sachen, die hier draußen kommen. Dann wäre noch Zarin und Filia. Diese 4 sind hier praktisch nötig, um, ja, nicht alle 4, sondern nur eins davon, und das sucht ihr euch aus. Die Nebenwirkungen sind dann hier auch nochmal beschrieben. So, und das gleiche selbstverständlich auch beim Antigen. Da haben wir die Möglichkeit, Decius zu nehmen. Wir haben die Möglichkeit, Virox zu nehmen. Lagen. Wo haben wir Lagen? Plagen. So. Für die schuppige Mähne war genau das. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, Proxy praktisch zu nehmen. Ne? Das Ganze kostet von vorne nach hinten immer mehr Ruf, aber nur diese 4 kommen in Frage. Dann geht ihr in die Schmiede, stellt euch die nach dem Kauf her. Wenn ihr sie dann hergestellt habt, dann wieder hier das Tier zusammengebaut. Dann bekommt ihr den Begleiter direkt und das Ganze kostet, glaube ich, nur 10 Marken beim Sohn. Und dann levelt ihr das, den Begleiter erstmal auf Level 30 auf, geht nochmal her und macht nämlich hier drüber dann veredeln. Nach dem Veredeln, das kostet dann wiederum 10 Andenken für von Sohn. Nach dem Veredeln hat man dann die Möglichkeit, Meisterschaftspunkte zu bekommen. Das heißt, dann ist es ein richtig großer Begleiter und ihr bekommt auch die 3000 Meisterschaftspunkte dafür. So, also alles in allem lohnt sich der listige Balua auf jeden Fall. Und wir schauen noch kurz mal rein, was haben wir denn da gerade drin in den Mods. Halt, verklickt. Da drüben ist es. So, das haben wir drin und zwar gar nicht allzu viel und von den Sachen, wie gesagt, das ist jetzt hier das, was ja aus meiner Sicht die beste Mod, die überhaupt und diese ist für Lissing Wuppaloo, ja. Und dann haben wir hier noch eine zweite. Ansonsten die anderen sind eher fürs übliche Plündern der Tiere, etwas Gesundheit, Schild. Beuteradar, damit sich das auch lohnt. Und dann da noch eine kleine einzelne Mod. So, wir haben auch die Möglichkeit auf 60 zu gehen, aber im Moment haben wir es hier noch nicht ausgebaut. Was macht diese hier wirklich scheuer Verlauf? Kehrt, könnte man es mal so machen, damit man es lesen kann. So. Kehrt beim Tod zu seiner Larvenform zurück und kehrt nach 30 Sekunden zu seiner wahren Form zurück. Deine Kills verringern Genauigkeit gegen Warframes für 2 Sekunden um 5%. So, der letzte Teil, der stört gar nicht, aber der erste Teil, der ist mehr als interessant und damit glaube ich hier noch keinen anderen Begleiter gefunden zu haben, der nach seinem Tod nach 30 Sekunden selbstständig mehr zurückkommt. Also das macht den Listigen hier auf jeden Fall ja, zum Favoriten sozusagen von all den anderen Tieren, die es dann hier noch zu holen gibt oder zum Zusammenbauen, wie man das auch immer sehen möchte. Jedenfalls, das ist wirklich genial. Da schwebt er so ein bisschen dann an eurem Kopf so eine Weile mit rum in seiner Larvenform und nach 30 Sekunden ist er dann schon wieder da und hilft und unterstützt euch weiter. Ich hoffe, das Ganze konnte euch helfen. Was kann er denn überhaupt, unser listiger Wuppalyer? Und was, ja, was benötigen wir, um ihn dann herstellen zu können? Beziehungsweise, wo kann man das Ganze herstellen? Können wir auch noch mal kurz auf der Karte, falls das zu schnell war, noch mal zeigen.
So, da haben wir noch mal die Karte und da ist der Sohn, da müssen wir hin. Kermross. So, Leute, wenn euch das helfen konnte, dann lasst gerne mal ein Like da, abonniert den Kanal, würde ich mich sehr darüber freuen. Euer Remi und danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit dem Haustier.